habe mein Abitur ja auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Und noch nicht mit dem Ziel, Lehrer zu werden. Ich hatte aber so gute Lehrer in der Erwachsenenbildung, dass ich dann selbst Interesse entwickelt habe, Lehrer zu werden. Wir sind an der Ernst-Littfaß-Schule in Berlin-Wittenau. Das ist das Oberstufenzentrum für Mediengestaltung und Medientechnologie. Wir haben hier die Berufsqualifizierung, vollschulische Ausbildungsgänge, duale Ausbildungsgänge und die FOS und BOS. Also sprich alle Ausbildungsgänge von keinem Schulabschluss, also Schüler, Schülerinnen, die mit keinem Schulabschluss zu uns kommen, können bei uns bis zum Abitur bleiben, also bis zu 6 Jahre die Zeit verbringen und mich in den Fächern Deutsch und Medientechnik, Mediengestaltung treffen. Im Kollegium ist es so, dass viele wissen, dass ich Musik mache, ich glaube aber auch nicht alle. Und die Größe der Band auch nicht so richtig, nicht greifen, nicht so ganz verstehen, warum fliegen wir jetzt nach Südamerika? Ich glaube, die meisten finden es gut, manche wissen es nicht. Und die, die stört, haben es mir noch nicht selbst gesagt. Okay. Dann kann ich mich auf die mündliche Prüfung noch vorbereiten. Es ist ja auch kein Thema, dass er ein Rockstar ist, sondern er ist halt Kollege, er ist Berufsschullehrer, er geht super mit den Schülern um und bei den Schülern ist es eher ein Thema. Also wenn Schüler das mitkriegen, ist es schon manchmal, dass man hier dann aufgeregte Schüler rumrennen sieht, die dann irgendwie sagen, oh, wo ist Herr Bass und ich bringe meine alten Platten mit und brauche ein Autogramm oder sowas vom Kollegium. Das ist eigentlich kein Thema, großartig. Starallüren überhaupt nicht, nö. Also irgendwie finde ich, ist das auch jetzt nie so, dass er das jetzt so vor sich herträgt. Also er ist, wie gesagt, der ein ganz normaler Kollege, wie andere auch halt, ne? So irgendwie ist das gar kein Thema halt. Aber es ist auch immer so spannend zu hören, was da so passiert. Ich frage immer neugierig so, weil ich halt auch mich sehr mit Musik beschäftige. Für die Tour gibt es die nette Vereinbarung mit der Schulleitung, dass ich vorher und nachher Kollegen entlaste. Also ich mache vorher mehr Stunden, bereite den Unterricht vor, während ich weg bin und übernehme nachher noch Stunden. Das Musikerdasein hat mich irgendwie schon immer gereizt. Ich wollte ja früher eigentlich mal Gitarre spielen. Und bin dann irgendwie über die Jahre auf Schlagzeug gekommen, weil mein älterer Bruder auch Schlagzeug spielt. Ich kann gar nicht genau beschreiben, was mich da reizt. Es ist irgendwie so ein Drang, den ich dazu habe. Natürlich das, was man von den Leuten wiederkriegt, ist unbezahlbar. Aber genauso auch jetzt wieder die Brücke zu schlagen zum Lehrerdasein, das, was man auch von Schülern teilweise zurückbekommt, wenn man sich halt auch einsetzt für irgendwas, das ist halt ebenso unbezahlbar. Besonders gut gefällt mir am Lehrerdasein, dass ganz oft doch mehr Wissen bei Schülerinnen und Schülern ankommt, als sie selbst denken. Dass Lösungsansätze, die wir im Unterricht gemacht haben, auch in deren Alltag übertragen werden kann. Das fällt mir immer wieder auf. Wir haben Schüler, Schülerinnen aus Willkommensklassen, also die seit 2, 3 Jahren in Deutschland sind, die aber auch durch unsere Arbeit so motiviert werden, in Deutschland auch tatsächlich anzukommen. Und da ist es jetzt auch so, dass Schüler, Schülerinnen richtig gute Ausbildungsplätze bekommen haben, was so relevant ist, was die so glücklich gemacht hat auch, wo man dann halt merkt, das ist so das große Ganze, was motiviert. Unser Tagesplan ist eigentlich relativ straff. Und das Klischee von Sex, Drugs und Rock'n'Roll zeigt irgendwie Frühstück, Ingwertee, WLAN.
Das sind so die drei großen Eckpunkte des Tages. Wenn wir irgendwie am Club sind, so um 9 oder um 10, dann gehen wir tatsächlich erstmal rein, trinken einen Kaffee, gucken mal, wie der Bühnenaufbau ist. Dann wird die Freundin angerufen, wenn die gerade Mittagspause hat. Und dann ist irgendwann Soundcheck, Konzert. Dann ist irgendwann das Konzert vorbei und dann sind wir hier in diesem Bus. Tja, was soll ich sagen? Also Keith Richards können wir keine Konkurrenz machen. Also eine Droge für die vegane Fraktion, nicht das Ding hier. Die guten Oreos, natürlich. Und unser gut gefühlter Kühlschrank, der tatsächlich, so endlich habe ich ein Drama, auch alkoholische Getränke. Warte mal, wo sind denn die? Beinhaltet, hier haben wir Cola, Apfelschorle. Ach, hier ist, na, zumindest Bier kann ich anbieten. Aber ansonsten ist das hier unser Sündenpfuhl, den wir auf Tour dabei haben. Und mehr als Zucker und ein, zwei Gläser Alkohol können wir leider nicht anbieten. So, Schülerinnen und Schüler von mir mussten ja vor der Tour bereits Klausuren schreiben und die ihren Attest rechtzeitig vorgezeigt haben, weil sie krank gewesen sind an dem ersten Termin, müssen natürlich auch was nachschreiben. Und die Nachschreibeklausur muss ich jetzt während der Tour konzipieren und meinem Kollegen, der die Klasse gerade bestens übernimmt, zuschicken. Bei Chris ist das wirklich so, dass er dann ein guter Kumpel, ein richtig guter Freund mittlerweile logischerweise, ein ganz wichtiger Bestandteil der Band ist und ja, da merkt man eigentlich überhaupt nicht, dass er da irgendwie so lehrermäßig rüberkommt oder wenn man sagt Lehrersyndrom, das Klassische. Ich kann mir das auch immer ganz schlecht vorstellen, muss ich wirklich sagen. Tests hatte ich letztes Mal mit auf Europa-Tournee. Klausuren nehme ich nicht mit, sage ich jetzt mal. Mal nach Hause ab und zu, aber weiter nicht. Natürlich kenne ich frustrierende Momente in der Schule, wenn Schüler, Schülerinnen ihre Ziele nicht erreichen, die sie sich am Anfang des Schuljahres gesteckt haben. Das ist dann manchmal frustrierend, wenn man merkt, die kommen keinen Schritt weiter. Man hat sich auch bemüht, den Möglichkeiten zu zeigen, wie denn ein Schritt, zumindest ein kleiner Schritt nach vorne gehen könnte, die den aber nicht annehmen, nicht angenommen werden und dann wieder zurückfallen in ihre alten Muster zum Beispiel. Man denkt ja immer, dass man irgendwann abgebrüht auf die Bühne geht und einfach nur noch sagt, okay, heute sind 3000 Leute da, mache ich mal eben 90 Minuten und dann gehe ich mal wieder ins Bett. Sobald ich hier unten irgendwie stehe und weiß, das Intro fängt jetzt an, es geht los, kommt dieser Adrenalinschub und der gibt einem eine ganze Menge. Ist es sehr entspannt, montags dann wieder in der Schule zu sein. Es ist manchmal ein bisschen surreal, weil man halt die Menschenmassen hat, die begeistert sind. Natürlich nicht alle 180.000, aber der Großteil begeistert ist. Und dann kommt man montags manchmal in die Schule. Aber manchmal merkt man halt schon, dass denen das Wochenende mehr in den Knochen hängt als mir. Ja, aber das erdet entspannt und lässt einen irgendwelche komischen Höhenflüge erleben. Braucht jemand einen Laptop oder gehen alle an die Tower? Okay. So, und ich muss nämlich jetzt auch noch was hochladen, habe ich gerade gesehen. Also Herr Bass hat eine spezielle Art zu unterrichten. Er wirft auch gerne mal mit Stiften oder so, wenn wir mal ein bisschen lauter sind. Aber er macht das alles mit einem gewissen Charme. Und es kommt sehr, sehr vertraut rüber, sein Unterricht. Das heißt, man kommt gut mit ihm klar und
Er ist eigentlich ein ganz cooler Lehrer. Er ist offen für Feedback, das nutzt er auch regelmäßig und dadurch gestaltet sich der Unterricht sehr entspannt mit ihm. Also dadurch, dass diese Kooperation gegeben ist von Lehrer-Schüler und Schüler-Lehrer, ist eine sehr entspannte Lernatmosphäre möglich. Also mit seiner Art macht er das auf jeden Fall sehr gut. Also Schüler, Schülerinnen, die sich für die Band interessieren. Der Lehrer macht Musik, interessieren sich dann für die Band. Da mache ich tatsächlich die Trennung, dass ich sage, wir reden nicht im Unterricht drüber. In Pausen können wir gern kurz drüber sprechen oder nach dem Unterricht, aber während des Unterrichts nicht. Also ich kann ja auch nicht so tun, als ob ich keine Musik machen würde. Ist natürlich schon ein Thema. Aber ja, in ganz klaren Zeitfenstern. So viel Lehrer muss ich dann sein, dass ich dann halt auch einfach sage, nee, jetzt ist da gerade kein Raum. Und die, die es nicht interessiert, müssen jetzt zuhören, wie über meine Musik gesprochen wird. Sondern das können wir dann unter 4, 6 oder 8 Augen machen, meinetwegen. Also ich würde schon gern ein Leben lang Musik weiterhin machen. Ich glaube aber nicht ganz realistisch gesehen, dass es in dem Ausmaß noch 30 Jahre lang gut geht. Körperlich vielleicht auch bei der Musikrichtung, was ja tatsächlich Sport ist. Also nicht, dass mir die Ausdauer irgendwann fehlt, aber vielleicht zeigen sich irgendwann mal die Gelenke ein bisschen überreizt. Ich habe mir aber schon vorgenommen, Leben lang Musik zu machen. Dann aber auch, wenn es nicht mehr in diesem Ausmaß ist, dann gern einfach mit Freunden irgendwo im Proberaum, vielleicht mal in irgendeiner Bar irgendwo spielen und das Schlagzeugspielen auf jeden Fall nicht vergessen, nicht sein lassen, sondern das immer noch so ein bisschen als Ausgleich zu nehmen. Die Lehrertätigkeit wird auf jeden Fall dabei bleiben, in welchem Maß auch immer. Aber mir macht der Beruf tatsächlich Spaß. Es klingt immer so ein bisschen nach sehr schwierigem, problembehafteten Beruf. Aber ich finde, dass wenn man sich auch in gesundem Maße mal zurücknimmt, hat man auch wieder genug Kraft, um halt auch in der Schule wieder für Schülerinnen, Schüler, Kollegen, Schulleitungen da zu sein und da viel zu investieren. Man muss halt immer so ein Maß für sich finden und das Maß bietet mir da halt auch immer wieder die Musik, weil ich dafür halt auch Zeit aufbringen muss. Sprich, ich kann da auch immer noch so diesen Weg raus aus der Schule nehmen. Und deshalb kann ich mir das eine ohne das andere auch gar nicht vorstellen. Ciao. Tschüss, tschüss.